Meine lieben Zuschauer, willkommen zurück zu einer neuen Folge Command & Conquer Renegade. In der letzten Folge wurden wir leider von Nott gefangen genommen. Und ich denke mal nicht, dass wir genug Waffen haben. Ja, wir haben nur die Standardpistole. Jetzt werden wir uns mal den Weg freikämpfen und unsere Sachen wiederholen. Ich hoffe, es wird nicht so stressig wie in der letzten Folge, als wir nur zugesetzt wurden von Nott. Sehr schön. Hier spricht der Gefängniswärter. Im Gebiet der Einzelhaftzellen gibt es eventuell ein Sicherheitsproblem. Alle Türen verriegeln. Personal auf höchste Alarmbereitschaft. Rettet uns! Rettet uns! Da sind ein paar Leute von uns. Das ist Havoc. Gucken, was wir gerade hier rauskriegen. Ganze Funktion haben wir nämlich nicht. So, alle raus mit euch. Hier spricht der Gefängniswärter. Wir haben einen Ausbruch. Wiederhole, wir haben einen Ausbruch. Alle GDI in der Gegend sind feindlich. Rettet uns! Rettet uns! Ja, ein bisschen Action hier. Ihr seid erledigt. Ich schnapp ich mir. Gut, die sind alle bewaffnet. Oh, sehr schön. Sicherheitsschlüssel der Stufe 2 erhalten. Das ist so sehr schön. Jetzt muss ich wieder einsammeln, was mir gehört. Ich weiß nicht, ob es dich interessiert, Süßer, aber im hinteren Bereich des Gefängnisses befindet sich ein Nord-Heliport. Würde vielleicht helfen, wenn du ihn sprengst. Schon erledigt. Ja, immer mit der Ruhe. Offiziere hier. Wieder einmal ein Kampfhelikopter da. So, wo ist der? War noch einer. So, weiter geht's. Sehr schlecht. Rettet uns! Rettet uns! Bevor ich euch rette, mach jetzt mal einen Panzerplatz. Das ist Havoc.
Den meinte der wohl? Mit der geht's noch am besten. So ein bisschen Gesundheit und Rüstung. Ja gut, mitnehmen. Nee, bevor ich fliehe, ich möchte meine ganzen Waffen zurückhaben. Sieht nicht so aus. Okay, das bringt erstmal nichts. Panzer. Mir, das könnte dich interessieren. Gib mir Deckung. Wieso nimmt das nicht? Geht doch. So, was mal speichern. Jetzt wird's interessant. Muss man nicht verstehen. Noch mehr Verstärkung. Doch nicht. Sehr gut. So, hier ist das NOT-Forschungslabor. Jetzt mal speichern.
Nick, sobald du da reingehst, bricht die Verbindung zwischen uns ab. Dort gibt es starke Störsignale, die jede Funkverbindung unterbinden. Ich übernehme. Danke für die Unterstützung. Schön, dass du wieder auf der richtigen Seite stehst. So etwas wie diese oder jene Seite gibt es nicht, Süßer. Du solltest das doch schon kapiert haben. Ganz gefällt, dass hier im Flammenpanzer steht. Leer geschossen. Bisschen Rüstung wäre gut. So, gehen wir mal zuerst in den Raum nach vorne rein. Gucken, was uns da erwartet. Okay. Du hilfst! Ah, nein. Du Hilfe! Eieieiei. Diese Tarnanhalten, die sind zum Kotzen. Okay, von hier oben können wir noch nichts erreichen. Gehen wir es mal hier lang. Zu Hilfe! Eindringling! Hilfe! Eindringling! Hilfe! Die beiden, ja. Vergiss es. Schalten Sie Forschungsstation Alpha aus. Ja, bleib doch mal locker. Du Hilfe! Eindringling! Hilfe! Noch einer? Lass mal ein bisschen Munition fallen. Hier kann man nichts machen, leider. So. Kann man rein? Oh, erstmal hier gucken. Okay. Zieht's wieder was, dann zieht's wieder nicht, das ist doch so verbuggt. Naja. Das war schon mal eine Schaltkonsole, aber nicht die Haupt, die wir suchen sollen. Oh, eine neue Waffe. Sehr schön. Thank you.
So, wo ist denn die Waffe? So, jetzt haben wir alles gemacht. Können wir noch ein Stockwerk tiefer gehen? Erst speichern. Oh, ich sehe schon sehr schön. Hier noch was? Nein. Und einmal runter. Eieieiei. Geschossen. Alles ist immer leer geschossen. Gut, ein bisschen Heilung ist immer gut. Noch nichts fallen, die Leute. Oh. Supplies. Sehr schön. Alles wieder voll. Sofort speichern. Ich werde es hier stecken, ganz toll. Jetzt nicht? So, was haben wir hier? Ein bisschen was von der noch. So, ein bisschen Ruhe, zum Glück. So, meine Lieben, das war's für heute. In der nächsten Folge werden wir versuchen, die Wissenschaftler endlich zu retten. Ich weiß, ich erzähle schon gefühlte 10 Parts. Aber irgendwann muss es ja mal so weit sein, die können sich nicht ewig auf der Folter spannen. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal und bis dann.